Ein herzliches Willkommen zurück zu Schatten des Krieges, liebe Leute, hier in Nurn tatsächlich, da hier eine neue Aufgabe aufgeplöppt ist, und zwar will uns der liebe Sauron da, oder die Ringgeister, was, whatever, unsere Base wieder zurück erobern und uns angreifen, und das versuchen wir jetzt in aller Macht zu verhindern. Heute mit die beste Verteidigung. Dir gehört die Region Nurn, doch für wie lange? Saurons Heer bereitet einen Angriff auf seine Festung vor, um die Region zurückzuerobern. Sie muss verteidigt werden. Und das, liebe Leute, werden wir auch tun. Waldläufer, es gibt Ärger! Mal ganz was Neues. Stör den Herrn nicht mit deinem Unsinn, du kleine Memme. Memme? Wirklich, Bruce, das schmerzt. Es schmerzt nach wie mehr. Was für Ärger? Naja, meine Rippen tun weh. Aber was ich dir sagen wollte, die Festung wird angegriffen. Der dunkle Herrscher weiß, dass du hier bist und die Tür zu meinem Fluchttunnel klemmt. Ein Test für unsere Verteidigung. Und unsere Verteidiger. Bruce, mach dich zur Abwehr bereit. Oh, das klingt nach einem Job für Oberherrn so und so. Schließlich war ich ja nicht gut genug für diesen Posten. Du wirst tun, was man dir sagt. Komm schon, heller Kerl. Ich mach doch nur Spaß. Du weißt doch, wie gern ich Köpfe abreiße. Ich werde die Festung schützen, als wäre es meine eigene. Und ich werde auch mithelfen. Ich sehe mal nach den Vorräten in der Kammer. Nicht, dass sie vergiftet wurden. Was eine Chaostruppe. Na gut. Bruce wird es richten. Und wir auch. Wir werden es auch richten. Wir sind bereit. Oh shit. Sharko der Flüsterer. Echt jetzt? So schwache Gegner? Alter, weißt du was? Ich geh jetzt halt ins Getümmel rein, Mann. Die ignorieren mich irgendwie. Kann das sein? Okay, Leute. Oh, ich habe keine Pfeile mehr. Das ist weniger geil. Verteidige die Siegespunkte. Alter, ich komme von hinten und schnetzel die alle nieder und die merken es nicht mal. Verschwindet aus meinem Gebiet. Ihr habt hier nichts mehr zu sagen. Okay, weiter geht's. Wo ist der Boss von denen? Da. Na? Ich sehe nichts. Oh shit. Ist viel zu dunkel in der Ecke da. Wir schnetzen einfach so nieder. Die anderen verstehen es nicht. Ihr Geschrei bedeutet nichts, wenn sie nicht handeln. Ich dagegen spreche leise. Mache meine Drohungen aber stets wahr. Stakuga. Unbeholfen. Furcht vor Morgai fliegen. Furcht vor Hinrichtung. Nice. Erleidet Schaden durch alles Mögliche. Das ist gut. Na, mein Freund? Ah, hier ist eine Hinrichtung, Mann. Furcht vor Hinrichtung. Jetzt bekommst du richtig aufs Maul, mein Freund. Hier nochmal einer rein, oder was? Ja, ja. Das schmeckt dir doch, eh? Ach, halt doch die Backen, ey, und verschwinde. Oh yeah, das war's schon. Besiege die nächste Welle. Ach, da kommen noch mehr? Was ist das Ende von diesem Turm? Was kommt denn da noch auf uns zu eigentlich? Oh, diese großen Dinger, ne? Ich glaube, die muss ich so töten, sonst wird das nichts. Oh shit. Was? Der hat mich getroffen? Kann gar nicht sein. Ich brauche Pfeile, Leute. Das wird sonst nichts. Ich brauche Pfeile. Luger, der Schläger, der einen getötet. Nice. Ach, das sind noch mehr. Da ist noch ein 29er in der Festung. Oh mein Gott. Wir dürfen keine Leute... Autsch. Wir dürfen keine Leute verlieren. Da ist noch einer. Und wir brauchen unbedingt Pfeile schnell. Sonst, das ist nicht gut, ne? Hier sind irgendwo Pfeile. Alter, au. Alter, lass mich doch mal in Ruhe.
Oh shit, er hat es alleine gemacht. Na, der Zermaler ist wieder da. Nice. Besiege die nächste Welle. Wenn diese Orks den Wehrturm erreichen, dann werden sie dort sterben. Klaro. Na Mann, ich hasse diese scheiß Karagors als Gegner. Ach komm, schnetzen wir ihn einfach so ab. Na? Autsch. Ach, all die Backen, ey. Oh mein Gott. Okay, das ist nicht so gut. Erzünd durch Erfrieren? Really? Alter, das gibt's auch? What the fuck? Okay, warte, ich kann hier wieder auftauen, wenn du magst. Luger, der Schläger, einfach den nächsten ausgenockt, ey. Ach, Luger ist echt krass. Aber ich will auch mal meinen Beitrag dazu hier, ne? Beitragen. Meinen Beitrag beitragen. Naja, egal, ihr wisst schon, was ich meine. Gib schon auf, Dark. Du hast diesen Krieg schon verloren, als du ihn begonnen hast. Und je länger du kämpfst, umso mehr schmerzt dich die Niederlage. Ach, wenn du meinst, dann komm mal her, du stinkendes Etwas, Mann. Als erstes töte ich deine jämmerlichen Orks hier. Aber dich brauche ich mal. Ich brauche ein bisschen Leben. Ja, kannst es aber gerne beitreten, natürlich. Was bist du denn hier? Ah, die sind alle eingefroren. Die jucken mich nicht. Wisst ihr was? Ich muss mich, glaube ich, mal um diese Fetten da kümmern. Das geht sonst nicht. Weil die machen echt Damage, die Dinger. Ah. Nehmen wir den kurz ein hier. So, wo ist der andere? Wo ist die andere Sau? Den töten wir jetzt instant hier. Kann ja nicht wahr sein, ey, dass sie uns hier angreift. Was das? Der hält sogar zwei Schüsse aus, wow. Und der hat keine Munition mehr, also töten wir die Sau. Und tschüss. Ah. Oh, da blutet einer. Das ist Bruce, oder was? Ah, ihm wurde schon geholfen, oder? Ja, okay. Es fehlt noch einer. Erreiche den Wehrturm, okay. Oh, hast du das gesehen? Alter, Bruce muss sich mal heilen, das geht ja gar nicht. Krass, dass wir eine Armee aber haben, ja, ne? Das gefällt mir echt gut. Na? Du auch noch hier? Wieso müssen wir denn jetzt zum Wehrturm? Wir haben doch alle getötet, oder? Nicht, dass sie unsere Festung hier noch einnehmen. Das kann sie echt nicht sein, dann. Aus dem Weg, Mann. Ich habe eine Mission. So, ohne Verluste geschafft, oder was? Und was haben wir hier drin? Ein Ringgeist wahrscheinlich noch, oder? Nee, nicht mal, okay. Das sollten die letzten gewesen sein. Es wird sicher einen weiteren Angriff geben. Ich hoffe es. Das war ein Riesenspaß. Du hast gut gekämpft. Ich hab dir doch gesagt, ich schütze diese Festung, als sei es meine eigene. What? Was sie jetzt auch ist. Alter, was? Das ist nicht sein scheiß Ernst, oder? Das hat er gerade nicht ernsthaft gemacht. Bruce, warum du? Nein, warum Bruce, Mann? Das gibt's doch einfach nicht. Nein, das glaube ich jetzt nicht. Das kann's jetzt echt nicht sein. Doch nicht Bruce. Wieso denn Bruce, Mann? Das war der Beste. Die Festung zurück. Wir schlachten diesen verfluchten Olok und sein ganzes Gefolge ab. Und was geschieht mit jenen an unserer Seite? Offenkundig kann man ihnen nicht trauen. Wir statuieren ein Exempel an allen, die sich widersetzen. Das gibt's nicht. Es hat uns ernsthaft verraten, ne? Es sind diese ganzen Monumente überall wieder am Start, oder was?
Willst du mich verarschen? Bruce steigt die Macht zu Kopfe, hole ihn auf den Boden der Tatsachen zurück. Alter, den holen wir uns, Leute. Bruce hat uns nicht zum letzten Mal gesehen. Wir können seinen Verrat nicht ignorieren. Oh nein, wir werden uns die Festung zurückholen. Das kann sie aber jetzt echt nicht wahr sein, oder? Jetzt habe ich mich so an ihn gewöhnt. Und dann sowas. Beschädigt. Ja, let's go. Holen wir uns die Festung zurück. Bruce wird für seinen Verrat zahlen. Weitläufer, du hast Ärger. Bruce hat deine Feste eingenommen. Das habe ich schon geahnt, als er mir die Klinge in den Rücken bohrte. Ging vom Rücken glatt nach vorn durch. Und du hast geblutet. Entschuldige, das Problem ist, die anderen Orks wissen, dass du Bruce gekriegt hast mit deinem Jetzt leidest du. Und sie wissen, dass er frei ist. Das hat richtig Eindruck geschunden, sag ich dir. Orks rennen ihm nur so nach. Also ich will dir nicht sagen, wie du deinen Job zu machen hast, aber du musst ihn beseitigen. Und eine Rettung steht auch noch an. Eine Rettung? Ja, er hat Gefangene genommen. Einer davon ist ein Oberherr, glaube ich. Du willst ihn doch befreien. Wo? Hier lang. Aber echt jetzt, der hat dich aufgespießt und so. Sei still! Ach ja, ein bisschen Humor muss auch sein. Gefangene, geh rein und mach dein Ding. Ich bleib hier und spähe die Gegend aus. Ich bin echt gut im Spähen. Späher gehen vor. Und sterben. Deshalb kann ich das so gut. Also auf geht's. Das Spähen beginnt. Unfassbar, das. Es ist der Wald. So. Das war der erste. Du bist mal frei, mein Freund. Ich bin zu allem bereit. Was ist mit euch? Kann man euch auch befreien irgendwie? So weit, so gut. Noch zwei Geiseln. Bin mir nicht sicher. Ja, du sagtest drei und einer haben wir. Ich kann zählen. Oh, na, das wird nützlich sein. Gut, dann holen wir erstmal den 31er da hinten ab, würde ich sagen. Hier ist noch ein Bogenschütze irgendwo. Ach, halt doch deine verdammte Kackbacke, ey. Dummes Stück, ey, ganz ehrlich. Ah, dich haben wir auch. Dich haben wir auch. Das nennt man Rache, liebe Leute. Das nennt man Rache. So, das war der zweite. Wie immer, ja, das ist super. Ja, hab ich. Ah. Schnitzen wir erst von euch Bogenschützen weg, ey. Ihr habt's echt verdient. Ja, du kriegst deine Rache. Alter, was bist denn der so stark hier? Verpiss dich. Mach ich. Die töten dich nicht, Mann. Ich bin da. Dann komm mal mit, mein Freund. Ich bin bereit, mein Herr. Das ist mein Lieblingstyp sogar. Die haben meinen Lieblingstyp gefangen. Sag mal, geht's noch, ey? Was ist mit ihm in Ordnung? Wieso ist jetzt er entsetzt? Was geht hier ab, Leute? So, tötet sie. Ach, warte mal, hier ist ja noch einer. Alter, geht aus dem Weg, Leute, Mann. Ich muss den töten hier. Ah, den schnitzen wir direkt nieder. Der hat es nicht verdient zu leben, ey. Aua. Alter. Und tschüss. Gereinigt. Tja, das war's dann wohl. Du wendest dich wieder deiner Kriegstreiberei zu und... Oh, hallo. Wir sind noch nicht fertig. Bruce. Oh, stimmt, Bruce. In seiner Festung. Deiner Festung. Hm. Echt beliebt, diese Festung. Oh, als diese Festung noch mir gehörte. Etwas zugig war's dort, aber diese Aussicht auf einige meiner Umbauten bin ich echt stolz. Hm. Wie deinen Tunnel. Genau. Mein Fluchttunnel. Ganz schön klug, dachte ich mir. Gut, wenn man mal schnell raus muss. Ja.
Wir könnten ihn nutzen. Wieso? Wir wollen doch nicht raus. Nein, aber wir wollen wieder hinein. Klar. Wo ist dieser Tunnel? Da lang. Glaub ich. Der Typ ist so durch einfach. So, unsere Leibwächter haben wir wieder. Ach, wir sind schon drin, nice. Ich dachte, wir müssen jetzt selber reingehen. Willkommen zurück. Nun, was war der Plan? Eine Rettungsaktion? Bist du hier, um mit dir abzurechnen? Kommst in Begleitung dieses Sharkflex Redback. Ich sag dir was, ich hab auch Freunde, weißt du ja. Das wird ein wahres Fest. Ein echtes Hause, ja. Wir holen uns Grog, spielen ein paar tolle Spiele wie... Oh, was ihm die Arme ab? Na los doch, Jungs! Okay, besiege 30 der Bruce-Armee. Na, let's go, ey. Ich bin bereit, Leute. Oh, fuck! Ja, das sind ziemlich viele, sehe ich gerade. Alter, ich sehe ja gar nichts. Zum Glück sind unsere Soldaten ein bisschen höher gelevelt. Oh, scheiße. Das ist vielleicht ein bisschen gut. Alter, lass mich in Ruhe. Und tschüss, Leute. Alter, einen haben wir direkt weggeschnetzelt, Mann. Geil. Sei nicht entsetzt, mein Freund. Oh, shit. Alter, was geht hier ab? Ah, jetzt hier. Die schnetzen alle weg hier, die Lauchs. Kann man auch hier raus? Nee, oder? Ich glaube nicht, oder? Was will der denn? Den Level 13er dabei? Willst du mich verarschen? Willst du mich wirklich verarschen? Ah, oh, Ishmos, Kriecher. Hingerichtet. Du kamst hierher, um Bruce zu suchen. Aber du wirst nicht wieder gehen. Oder hinken. Oder kriechen. Warum nicht? Du wirst erstmal auf die Schnauze bekommen jetzt von mir. Lol, what the fuck. Okay. Ist echt gut. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Also ich muss noch 15... Ich muss noch ein paar Leute töten, sehe ich gerade. Was? Wo geht denn der jetzt hin? Ich gewartet. Welch ein Genuss. Ja, du wirst gleich sterben. Das ist noch ein Leben, mein Freund. Aua. Ja, oder so geht's auch. Mann, gut gemacht, Grublik. Weggeschnetzelt, Sau. So, da ist noch einer. Komm, töte ihn. Skoon, du kannst das. Easy. Komm, mach ihn platt. Alter, das gefetzt gerade. Und Tschüssikowski. Diese Festung steht wieder unter meinem Kommando. Der Aufstand wurde niedergeschlagen. Die Verschwörer wurden gerichtet. Ihren Anführer wird bald dasselbe Schicksal ereilen. Fortan bewacht ihr diese Festung für den Höllenherrscher. Hier gibt es keine Schwäche, kein Erbarmen für meine Feinde. Nur die unbezwingbare Stärke meiner Armee. Thank you.
Okay, da haben sie wieder. Oh, einiges bekommen. Alles sind unsere ganzen... Die Burg ist völlig zerstört, ne? Wen nehmen wir denn da? Wir haben fast keine Orks mehr. Sind alle gestorben, oder was? Die Stärksten haben überlebt, oder wie sehe ich das gerade? Der ist neu, oder? Wen machen wir denn zum Oberherrn? Shaka, der Ältere, ist eigentlich am erfahrensten, würde ich sagen. Der Duellant ist mein Bodyguard im Bauchricht. Der Zermaler ist ein bisschen... Ich will nicht sagen... Ja, wisst schon. Ach, egal. Befördern, komm. Wo sind meine Häuptlinge? Das ist kacke. Vermisst, jetzt verfügbar, okay. Das ist sogar noch ein feindliches Dingens hier, ne? Was macht das bitte in unserer Base? Das geht ja gar nicht. Okay, Leute. Müssen wir jetzt echt noch diese ganzen beschissenen, ich will nicht sagen, Monumente zerstören von Bruce? Das ist ja echt kacke. Naja, das mache ich aber offscreen, Leute. Das ist ja nicht interessant eigentlich. So, wir haben hier natürlich noch, nicht Ziel markieren, Quatsch. Wir wollen ja noch einen, befördern. Urheku. Na, no, den machen wir, Urheku, den Duellanten machen wir da hoch. Der hat's echt verdient, der ist super. Jetzt fehlen uns hier echt ein paar, ne? Und dann nehmen wir vielleicht noch den lieben, nehmen wir ihn noch, komm. Luga. Das ist auch echt stark. Nett war das Ganze hier mal gemacht. Okay. So, jetzt gibt es da unten natürlich noch eine neue Mission von Bruce, denke ich mal. Radback will sich mit dir treffen. Okay. Radback will sich mit uns treffen. Das heißt nie was Gutes eigentlich. Und ja, mal gucken, was wir in der nächsten Folge machen, Leute. Wir sehen uns dann wieder. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal und danke fürs Einschalten. Festung haben wir jetzt wieder, ne? Nice. Bis dann und haut rein.